Tachchen, Freunde der goldenen Panzer. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Könnt ihr mal staunen. Könnt ihr staunen. Willkommen zurück zu einem weiteren Teil Tank Your Online. Dieses Mal befinden wir uns auf meinem wunderschönen mittleren Account. New zu dem Unterstrich Star LP. Ja, ja, ja. Den Namen müsstet ihr ja mittlerweile kennen. Ich habe heute die Hornet ausgepackt und spiele aber trotzdem weiterhin mit der wunderschönen Firebird, um mal hier weiterhin diese Variation auszunutzen, die ich mir in der letzten Folge, vor der letzten Folge, gekauft habe. Man muss es ja auch mal richtig benennen. So, trotzdem, ich habe mir dafür auch eine kleine Karte mal rausgesucht, ne, damit das hier, na komm jetzt, geh doch. Damit das alles etwas besser läuft. Außerdem, ich habe auch noch eine Goldbox, lag an irgendeiner Quest, die ich gemacht habe. Da war das der Jackpot. Läuft sauber, schön. Schön selbst gekillt, mein Freund. Finde ich sehr nett von dir. Das erspart mir natürlich ein bisschen Zeit. Das ist auf jeden Fall sehr sozial. Ja. Und jetzt gehen auch noch die Gegner raus. Das ist ja noch besser. Das ist ja noch besser, Freunde. Das ist ja. Da musst du ja gar nichts mehr machen. Die bringen sich ja hier schon. Ja, wo ist denn die? Wo ist denn die, Freunde? Mann, Alter, was ist denn dein Problem? So, wo fällt sie denn? Sieht der? Ach, die fällt da unten. Okay, wie stellen wir uns denn jetzt am besten hin, dass wir sie bekommen? Vor allem von welcher Seite aus gesehen können wir denn da am besten an die goldene Box kommen? Fällt sie denn schon? Nee, die fällt noch nicht. Egal, holen wir uns mal erstmal die Firebird hier. Holen wir die Firebird mal ab. Nein, Kollege. Ah! Ja, ja, nein. Oh, doch! Wow! Was? Hä? Ich bin doch weg gewesen. Holy shit. Naja, wie dem auch sei. Was will der Typ von mir? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ja, haben wir schon mal auf jeden Fall die tägliche Goldbox hier bekommen. So, ich habe ja. Was habe ich in der letzten Folge gesagt? Da war doch irgendwas. Da war ja irgendwas. Ja, Dankeschön, dass du die eingenommen hast. Finde ich sehr nett von dir. Das ist super. Freut mich, vor allem, weil ich jetzt vor dem Typen da wegfahren muss, weil ich sonst verrecke. Da ist er ja noch immer. Der steht ja noch immer da. Ja, jetzt haben wir es. Läuft! So, auf jeden Fall in der letzten Folge ein bisschen gelabert hier und da. Studentenleben for the win. Ne? vegane Leute und so weiter und so fort. Ellenbogengesellschaft etc. Heute gibt es mal wieder ein Thema, welches nie alt wird. Die Schule. Dazu gibt es natürlich einiges zu sagen. Aber bevor ich darauf komme, habe ich hier noch was ganz anderes. Und zwar so richtig, richtig krank, wo ich mir so dachte, was ist denn jetzt los, ja? Also, ich habe mir, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Auf jeden Fall, ich musste was ausdrucken und musste das dann schon am nächsten Tag abschicken. So, ich denke natürlich auf jeden Fall immer voraus und das ist immer so gewesen wie bei mir in der Schule. Ja, wenn du für Hausaufgaben 3 Wochen Zeit hattest beispielsweise, dann hast du die natürlich nicht am ersten Tag gemacht, sondern am letzten Abend. Und genauso ähnlich war das hier. Wichtige Sachen musste ich am nächsten Tag per Post wegschicken. Per Post wegschicken, E-Mail ging nicht. Ja, muss ich also per Post schicken. So, wir leben ja noch im 13. Jahrhundert, ja. Mich hat es gewundert, dass ich das nicht per Brieftaube einschicken konnte. Oder per Wurfstein oder so ähnlich. Naja, auf jeden Fall, also per Post geschickt. So, musste das aber ausdrucken. So, okay, dann drucke ich den Scheiß also aus. Und genau dort scheitert es auch gleich am Ausdrucken, denn die Patronen wollten nicht. So, okay. Also, was mache ich? Nehme mir ein bisschen Geld. Weiß, die Patronen für diesen scheiß Drucker sind sowieso so teuer. Kosten genauso viel wie in so einem neuen Ferrari. Ja, ohne Spaß. Echt, wenn du das so siehst, Alter, so ein scheiß 80 Euro für dreckige Patronen, ja. Und da denkst du dir auch so, was ist denn los, Mann? Na gut, auf jeden Fall habe ich mir also ein bisschen Geld genommen und bin dann losgeradelt mit dem Fahrrad, um mir Patronen zu holen für den Drucker. Weil die Patronen
wollten nicht mehr. So, okay. Also bin ich halt losgefahren, das will ich ganz kurz runterbrechen, bin losgefahren, hab gesucht und gesucht und gesucht und hab aber leider keine Patronen für meinen Drucker direkt gefunden, auch keine Billigdinger. Und dann stand ich da, okay, ich muss morgen früh den Dreck absenden oder abschicken. Ich finde keine Patronen und ich muss das irgendwie jetzt hinbekommen. Und es ist schon, weiß ich nicht, 21 fast gewesen, 21 Uhr. Ich bin mir da nicht so sicher, wie spät es da war. Auf jeden Fall, gut, überlegt, was kann ich machen? Ein bisschen Geld habe ich ja. Und gerade war da, glaube ich, ein Drucker im Angebot oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich halt einfach einen Drucker gekauft, weil ich hatte genug Geld mit. Und es war witzig, vor allem, weil ich mit dem Fahrrad gekommen bin. Da wusste ich auch nicht so, wie komme ich denn jetzt eigentlich mit dem Drucker unterm Arm nach Hause? Musste ich mich ein bisschen blöd anstellen mit dem Fahrrad, aber ist okay. Auf jeden Fall komme ich also anstatt mit Patronen, oh, geht der Lappen raus hier. Komme ich also anstatt mit Patronen einfach mit einem neuen Drucker nach Hause. Okay, passiert, ja. Es ist ganz normal, wenn ihr zum Beispiel irgendwie essen gehen wollt und ihr bestellt Reis und bekommt dann auf einmal ein lebendiges Huhn, dann ist es halt so, ne? So ähnlich, so kann man sich das vorstellen. Glaube ich jedenfalls. Und, ja, läuft. Dankeschön, jetzt musst du mich nur noch umschubsen. Oder auch nicht. Ja, okay, soviel also dazu. Drucker eingerichtet, gedruckt, alles perfekt. Super, hat mich gefreut, weil ich konnte das dann also absenden. So, jetzt geht's aber weiter. Der Drucker war jetzt also ein paar Monate bei mir und es ist nichts passiert. Also, jetzt nichts Besonderes. Der Drucker war halt einfach hier und ich habe gedruckt, wenn ich was drucken musste. Also, na so. Also jetzt nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes oder so, einfach ganz normal gedruckt. Ich brauche Donnerschutz auf jeden Fall. Der Typ da pisst mich gerade an mit seiner Donner. Außerdem gibt es hier nicht so viele Leute, gegen die ich da was gerade machen kann, so in dem Sinne. Deswegen muss ich mal ganz kurz wechseln, sobald ich wieder sterben sollte. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, weiter geht's. Bis zu einem Abend. Ja, das war vor 2 Tagen oder so. Jetzt wird's krank. Ich rede ganz normal. Auf einmal geht hinter mir der Drucker an. Ich denke mir erstmal im ersten Moment nichts dabei. So, naja, gut. Vielleicht geht der Drucker jetzt an und weiß ich nicht. Macht halt vielleicht so eine Reinigung oder sowas. Ne, keine Ahnung. Damit es halt vielleicht nicht irgendwie austrocknet oder so ein Scheiß, was weiß ich. Reinigt sich halt selber. Es gibt ja Drucker, die machen das immer so jede Woche oder. Und auch immer wieder zu geilen Zeiten. Also mein alter Drucker auch irgendwie richtig witzig, ja. So um 2 Uhr morgens geht auf einmal an und reinigt sich erstmal selber. Also wirklich in die besten Zeiten dafür. Wie dem auch sei. Geht der Drucker also an und ich denke mir nichts dabei. Auf einmal fängt der Drucker aber an, was auszudrucken. Und da wurde es dann schon ein bisschen komisch, weil, hä? Wieso fängt denn der Drucker an, was auszudrucken? So, ich meine, ich habe doch gar nichts gedruckt. Aber vielleicht habe ich mich ja irgendwo verklickt oder so. Und aus Versehen auf Drücken auf Drucken gekommen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Kann ja sein. Ne? Manchmal passiert es ja, man drückt aus Versehen falschen Knopf und dann geht die Welt unter. So. Und dann gucke ich mir an, was da so ausgedruckt wird. So, hä? Irgend so ein komischer Text. Denk mir nichts dabei. Lese ich mir den Text mal genauer durch. Irgendein Text zum Thema Einladung an die Freie Universität in Berlin. Und da dachte ich mir dann aber auch so, also ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass ich mich irgendwann mal mit der Freien Universität in Berlin mal in Kontakt versetzt habe oder irgendwie so oder generell mit denen irgendwie mal Kontakt hatte, ja, dass die auch irgendwas jetzt ausdrucken, vor allem die drucken irgendwas aus, so. Das war komplett für mich so, was ist denn jetzt los? Was geht denn da ab, ja? Und lese ich mir das so genau durch, irgendwas mit weiß ich nicht, also Einladung und hier unterschreiben und alles mögliche und erziehungsberechtigter Eintrag. Ich dachte mir so, Alter, was? Erziehungsberechtigter? Hä? Alter, wie alt bin ich denn bitte? Ja, ich bin 20. Wen muss ich denn da fragen, ob ich dahin darf? Also jetzt mal ehrlich, war komplett überfordert in dem Moment, weil
Wer kommt denn jetzt bitte an den Drucker, dass er das ausdrucken kann? Und auf einmal druckt der Drucker noch ein zweites Blatt aus. Und da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Wie kommt denn der Drucker dazu, jetzt das auszudrucken? Und da habe ich mich erinnert an eine Meldung, die ich gelesen habe, dass irgendwie durch einen offenen Port an Druckern oder an Routern, weiß ich jetzt gar nicht, an was genau, ob an einem Drucker oder an einem Router, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall offener Port oder so. Und dadurch war es möglich, die Drucker übers Internet zu empfangen. Ja, auch wenn man halt meilenweit, kilometerweit, kontinenteweit entfernt voneinander ist. Die Drucker einfach erreichen und dann eben die dazu bringen, dass sie irgendwas ausdrucken. Habe ich dann daran erinnert, aber dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Also, hä? Das ist doch nie passiert. Und außer, keine Ahnung. Gut. Gucke ich mir also das zweite Blatt an, was dann ausgedruckt wurde, und da dachte ich mir dann so, Alter, was ist denn jetzt los? Lese ich mir das durch, ist ne, also, dann kommt so herzlichen Glückwunsch, dass du irgendwie wo habe ich denn das Blatt? Warte mal. Ah, hier ist es. Ich habe mir nämlich noch die Konfigurationsdatei ausgedruckt vom Drucker, um zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Ist da irgendwas, sehe ich da irgendwas, was vielleicht verdächtig ist? Und gut, aber ich lese es euch einfach mal vor, was der Drucker ausgedruckt hat, ohne dass ich davon was mitbekommen habe, beziehungsweise dass ich das überhaupt, ich sag mal, in Auftrag gegeben hätte. Anmeldebestätigung. Hallo Angelina. Jetzt, also, ich kenne nicht mal eine Angelina. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dich erfolgreich zum Workshop am Girls Day 2017 an der Freien Universität Berlin angemeldet. Bitte drucke diese Anmeldebestätigung aus und bringe sie zum Girls Day mit. Und ich sitze da so und denke mir, Girls Day? Hallo? Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich bin. Aber ein Mädchen bin ich auf jeden Fall nicht. Okay, dafür ist mein Bizeps zu muskulös. Spaß beiseite. Und denke mir so, Alter, was für eine Angelina. Und dann habe ich erstmal komplett Panik bekommen. Ich dachte mir so, scheiße, ist jemand in mein Netzwerk eingedrungen? Weil es ist ja nichts Neues, dass die Fritzboxen, und ich habe eine Fritzbox, dass die ab und zu mal Lücken aufweisen und so weiter und so fort, ne? War ja vor einigen Jahren mal so richtig groß in der Zeitung, aber auf jeden Fall auf heise.de. Und noch eine Worldbox läuft. Und dann dachte ich mir so, scheiße, irgendwie neue Sicherheitslücke oder so, muss ich einen Patch einspielen oder habe ich da irgendwas verpasst? So, hä? Was los, ne? Und guck dann also genauer hin, geh rein, sehe aber da keine verdächtigen Aktivitäten, ja? Merkt da nichts. Also, wusste einfach nicht, was Sache ist. Ey, Alter, 4 Gegner hier. Wusste also, wie gesagt, nicht, was Sache ist. Hab auch nichts gemerkt in der Fritzbox. Log-Einträge waren da auch nicht vorhanden, die irgendwie verdächtig schienen. Hab mir die Geräte angeguckt, die verbunden sind, aber auch dort keine Geräte gefunden, die irgendwie verdächtig wären. Ja, dann wieso, was ist denn jetzt los? Wie kommt man denn bitte an meinen Drucker, wenn in meinem Netzwerk keiner ist? Und der Drucker ist doch nur übers Netzwerk erreichbar. Ja, dann habe ich mir also, dann habe ich also mein Handy genommen und mal nach WLAN-Netzwerken gesucht und habe dann tatsächlich einen Drucker-WLAN reinbekommen. Es ist mir gar nicht aufgefallen, nie aufgefallen. Auf einmal sehe ich da so Drucker, HP-Drucker. Ich habe halt einen HP-Drucker. Ich denke mir so, HP-Drucker? Gucke ich so, aber es kann doch nicht sein. Was muss ich denn da eingeben als Passwort, dass ich da, so, dann schalte ich also am Drucker WLAN aus, ja, weil ich dachte mir so, naja gut, ich bin jetzt mit meinem Router verbunden übers Handy und vielleicht erkennt er dadurch den Drucker einfach automatisch oder so. Schalte also WLAN aus, guck nochmal rein, der Drucker ist noch immer verfügbar, aber ich habe doch jetzt WLAN ausgemacht am Drucker. Also, wie kann denn der noch immer verfügbar sein? Und wusste erstmal gar nicht, was abgeht, ja? So, das WLAN am Drucker ist aus, aber der Drucker ist noch erreichbar. Dann dachte ich mir so, naja, vielleicht ist das ja auch nicht mein Drucker. Kann ja auch sein, dass irgendein anderer einen HP-Drucker hat. Aber als ich mir das WLAN dann genauer angesehen habe, die Modellbezeichnung war genau dieselbe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da zwei Leute hier denselben Drucker haben, beziehungsweise dasselbe Modell, ist dann doch relativ unwahrscheinlich. Und dann gucke ich also nochmal, schaue mir also die Konfiguration an und alles Mögliche vom Drucker, druck mir dann echt so 3 Seiten raus
um einfach mal festzustellen, was da so alles ist. Guck so ganz kurz rüber, aber sehe nichts Unauffälliges. Und auf einmal gucke ich nochmal so rauf und sehe dann so, hey, was? Guck dann so auf den Namen. Hä, tatsächlich, da steht genau derselbe Name wie dieser Name von dem Drucker. Und guck dann so. Und dann wurde es mir klar, der Drucker hat automatisch anscheinend, weil ich habe das nie aktiv eingestellt, aber der Drucker hat anscheinend automatisch nicht nur die Einstellung oder beziehungsweise die Option, hey, möchtest du mich nicht mit deinem Router verbinden, sondern auch die Option, hey, ich bin ein richtig cooler Drucker und man kann sich auch mit mir direkt verbinden ohne den Router. Ohne sich mit dem Router zu verbinden, ja, nennt sich dann einfach Wi-Fi Direct. Und ich habe den Scheiß aber nie eingestellt. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, jetzt wird's klar, warum man drucken kann, ohne dass man ins Netzwerk in Anführungsstrichen einbrechen muss von einem Fremden. Man muss einfach nur in den Drucker rein, weil der von außen erreichbar ist. Und deswegen, Leute, wenn ihr einen, also das werden wahrscheinlich heutzutage alle modernen Drucker irgendwie haben, aber vor allem bei HP-Druckern, weil ich habe halt einen HP-Drucker und deswegen kann ich das hier einfach mal sagen. Wenn ihr einen Drucker habt mit der Funktion Wi-Fi Direct oder ihr benutzt gerade euer Handy und sucht nach einem Drucker, also indem ihr einfach nach WLAN sucht und dann findet ihr dort einen HP-Drucker oder so und das ist euer Drucker, dann empfehle ich euch, Wi-Fi Direct am Drucker direkt auszustellen. Da müsst ihr einfach an den Drucker ran, weil das Problem ist und dementsprechend. Und es ist mir nie aufgefallen und ich habe den Drucker jetzt ein paar Monate und es ist noch nie vorgekommen und jetzt auf einmal kam das halt vor. Deswegen, das Schöne ist halt, du kannst drucken, ohne dich mit dem WLAN-Netz zu verbinden. Also das heißt, wenn irgendein Typ, beispielsweise ein Freund, will was drucken und ihr wollt ihm nicht den WLAN-Schlüssel geben, kann er sich natürlich direkt mit dem Drucker verbinden und was drucken. An sich eine super Sache, nur das Problem ist, jeder kann dann drucken, wenn er eben das Passwort weiß. Und jetzt kommen wir zu dem Passwort und da dachte ich mir, ey Leute, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Wollt ihr wissen, was standardmäßig das Passwort war für das Netz vom Drucker? Ihr werdet überrascht sein, wie sicher das Passwort doch ist. Achtung, ich lese es vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, geil, oder? Also Leute, wenn euer Drucker eventuell eines Tages mal irgendwann vielleicht Seiten ausdrucken sollte, die ihr einfach nicht bestellt habt in dem Sinne, dann liegt es vielleicht daran, dass der Drucker ein aktives Wi-Fi-Netz selber aufgebaut hat, unabhängig vom WLAN-Router oder generell vom Router. Dementsprechend mein Tipp für euch an euch: Schaltet Wi-Fi Direct aus, damit der Drucker nur noch wirklich über das WLAN vom Router erreichbar ist, statt über jedes Handy beispielsweise. Weil ansonsten kann irgendein Nachbar euren Drucker einfach so benutzen, um 100.000 Seiten zu drucken. Solange halt eben das Papier eingelegt ist. Aber stellt euch mal vor, ihr geht weg und dann kommt irgendjemand, sieht so, oh, Druckernetzwerk, gibt dann so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ein und dann druckt er 100 Seiten aus, weil im Drucker gerade 100 Seiten Papier drin sind. Wäre natürlich nicht so geil. Deswegen, Leute, mein Tipp an euch, ja, schaltet diesen Mist aus, wenn ihr den nicht braucht. Weil, oder vergebt einfach aktiv ein anderes Passwort, welches sicher ist. Aber ehrlich, ohne Spaß, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas eingestellt habe, als ich den Drucker eingerichtet habe. Aber gut, wie dem auch sei, vor allem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auf jeden Fall ein sehr sicheres Passwort standardmäßig. Ja, da hat also die Angelina es geschafft, in meinen Drucker reinzukommen. Herzlichen Glückwunsch. Falls ich die Angelina irgendwann mal sehen sollte, gibt es eine Erziehungsschelle von mir. Aber nicht körperlich. Ansonsten dann nicht noch im Krankenhaus. Ich. Okay. So, Leute, gucken wir mal in die Geschenke rein. Da sind einige angekommen. Ich wollte eigentlich heute über die Schule reden, aber das Thema, das dauerte jetzt echt so lange. Sorry, Leute. In der nächsten Folge geht es um die Schule. Hey, Nio, ich wollte nur fragen, ob ich mir Firebird M1, Smokey M1 kaufen soll oder auf Hammer M1 sparen soll. Wie ist deine Meinung? Habe sowieso so und so viele Kristalle. Kannst du mir bitte als Antwort eine Anstecknadel schicken?
Jetzt muss ich auch noch Kristalle dafür ausgeben, Leuten Fragen zu beantworten. Ja, grundsätzlich gilt, kaufe das, was du auch gerne spielst. Kommunikationsrechte sind eingeschränkt und das hatten wir ja schon, ne? So Leute, Martha's Jude oder auch besser Rinja hauen, ist ja klar. Yeah, get up at night, we can pour out the wine. I got cash on my mind, yeah, I don't really mind. And I don't have the time, every day I go out. Every day a new route, that you know nothing about, nah. Why always me?